Hey ho, meine Lieben, zum Jahresabschluss mache ich noch mal ein Video und tja, in der Grillkota, ihr seht es ja, und wie nenne ich das jetzt überhaupt? Irgendwas mit Hähnchen, mit Chicken. Oh. Machen wir einfach Hähnchen-Eintopf draus. Jo, ganz genau. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe schon einen Livestream angekündigt. Den möchte ich natürlich nicht so lange euch warten lassen. Gut, das ist jetzt dann für euch Vergangenheitsform, wenn ihr das Video seht. Wenn alles klappt, kommt das Video noch vor 12 Uhr raus. Aber das werden wir dann schon sehen. Jetzt machen wir erst die kleine Übersicht. Wirklich eine kleine. Ich habe alles soweit vorbereitet. Ich hoffe, dass ich auch alles da habe. Und naja, danach können wir sofort loslegen. Es wird gekesselt. Ganz klar, einen Kessel braucht man, wenn wir kesseln. Dann habe ich hier wieder etwas Mehl. Das hat sich als hervorragend erwiesen, so zu machen. Das solltet ihr ja wissen. Einen restlichen Butterschmalz habe ich mit heraus. Dann habe ich hier Resttomatenmark. Alles vom alten Jahr weg, weil ab nächstes Jahr ist es ja adlig vom letzten Jahr. Hier habe ich noch ein bisschen Suppengrün klein geschnitten. Möhren, Lauch und Sellerie war auch noch mit dabei. Dann den restlichen Tacky Bacon. Den Knoblauch hatte ich vorher vergessen, den habe ich jetzt nachträglich noch geschnitten. Auch eine ganze Menge. Eine halbe Tasse Reis, mehr braucht man nicht. Eine angesetzte Brühe. Tja, und das letzte Mal hatte ich ja ein Geflügelfond verwendet. Und jetzt habe ich kein Geflügelfond, jetzt habe ich ein Rinderfond. Naja, ist ja egal. Und schmecken wird es mit Sicherheit geil. Und hier habe ich so Hähnchengeschnetzeltes. Das war noch eingefroren. Soll es eigentlich vor Weihnachten noch geben. Bin ich nicht mehr dazu gekommen. Also machen wir das jetzt heute. Und ja, ich würde sagen, Kessel übers Feuer. Und dann können wir schon loslegen. Tja, Freunde, auch wenn ich habe übrigens noch mal ein paar Kohlen unten drauf. Auch wenn im letzten Video schon gesagt wird, dass das eine rechte Wackelei ist. Aber tja, ich muss sagen, irgendwie macht es doch verdammt viel Spaß mit dem Kessel. Und der Vorteil ist, ja, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Ich hoffe, dass mir das reicht, ansonsten hole ich ja normale Butter oder schütte einfach nachher gleich eine Brühe drauf. Das kriegen wir schon hin. Ja, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, es macht einfach Spaß, auch wenn das jetzt hier ein bisschen eine Wackelei ist. Und er geht scheppere. Mir macht Spaß. Und das Beste ist, das Ding ist schöner zum Saubermachen als ein Dutch Oven. Was aber jetzt nicht heißen wird, dass es keine Dutch Oven Videos mehr gibt. Ganz im Gegenteil, da werden schon noch einige kommen in der kalten Jahreszeit. Ja, dann lassen wir den Butterschmalz schnell schmelzen und brutzeln uns schnell unser Hähnchen an. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, das Zeug ist auch noch leicht gefroren. Schmeißen wir es gleich einmal rein. Auftauen muss es ja noch fertig. Und dann braten wir das ganz einfach fertig an. Und wenn es angebraten ist, ja, dann hole ich euch gleich wieder dazu. Und dann geht es auch weiter. So Leute, ich habe es jetzt einfach direkt reingeschmissen ins Feuer, den Kessel. Einfach, dass wir vielleicht auch noch ein paar Röster oben drauf kriegen. Naja, gut. Das muss jetzt reichen. Dann tue ich das Fleisch wieder raus. Und dann geht es schon mit dem Gemüse weiter. So. Oh Leute, ich tue mal die Cam ein bisschen tiefer, dass ihr auch was seht. So. Naja, ein paar Röstaromen hätte es mehr haben können, aber damit können wir jetzt leben. Das überleben wir.
Hätte ich jetzt mehr Zeit, so wie immer, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile. So. Jetzt habe ich kein Butterschmalz mehr. Jetzt habe ich bloß einen kleinen Schuss von der Brühe rein. Dann hauen wir gleich das komplette Gemüsesortiment hier rein. Also dieses Mal noch einfacher als sonst das Gericht. Unseren Knoblauch mit hinein. Und die Tasse Reis oder halbe Tasse Reis kippen wir auch gleich mit rein. Und zu guter Letzt schmeißen wir noch unseren restliches Tomatenmark mit rein. So. Ja, und dann gehen wir wieder auf die Feuerstelle und schmotzeln das alles noch ein bisschen an. Der Griff ist heiß. Den muss ich mittlerweile schon mit dem Ding hier mit dem Handschuh anlangen. Tja. Und dann geht das Gewackel weiter. Und wir schmoren das alles ein bisschen an. Und ja, unten schmeiße ich wieder ein paar Kohlen hinzu. Was ich so halt noch rumfliegen habe. Schmoren wir das Ganze jetzt noch ein bisschen an. Eventuell noch ein klein bisschen Brühe mehr dazu. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen, sobald der Kessel wieder ein bisschen mehr Dampf hat. Tja, eigentlich könnte man auch ein bisschen tiefer hängen, aber dann kann ich ihn immer rausschwenken. Egal, ich warte jetzt ganz einfach und ja, es wird schon werden. Und bevor es zu lang dauert, käme einfach wieder ein bisschen tiefer. Ich habe jetzt auch noch die Kohlen ein bisschen aufgeschichtet. Ja, es dauert halt alles seine Zeit. Der Reis fängt natürlich auch schon an, die Flüssigkeit wegzusaugen, ganz klar. Aber das kriegen wir hin, dass es lecker wird. Das Ganze hängt wieder weiter oben, schmuggelt jetzt schon ein bisschen und ja, jetzt haue ich das Glas mit dem Rinderfond rein. Für den extra Geschmack. Gleich noch ein bisschen was von der Brühe. Wie gesagt, der Reis wird noch einiges wegsaugen. So. Dann können wir schon mal ein klein bisschen was von dem Mehl hinzufügen. Ich glaube gar nicht, dass wir da heute so viel brauchen. Weil wir ja den Reis noch mit drin haben. So. Und so lassen wir das jetzt noch so 10 Minuten vor sich hinschmuggeln. Dann schmeißen wir das Fleisch mit hinein und dann das erst einmal vor sich hinköcheln. So, genug gebrodelt. Ich habe auch gerade schon mal umgerührt wieder und probiert. Also ich glaube nicht einmal, dass wir das Salz und Pfeffer noch reintun müssen. Dann können wir jetzt das Gemüse, das Fleisch wieder reintun.
So. Mein Pott Brühe habe ich übrigens komplett noch mit reingeschüttet. Der ist also weg. Ja, und dann lassen wir das jetzt noch so circa, ja, halbes, dreiviertel Stunde, bevor sich hinköcheln. Ab und zu mal umrühren. Wahrscheinlich auch ein bisschen weiter vom Feuer momentan wegtun. Und dann warten wir ganz einfach, bis es fertig ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich meinen Livestream starten kann. Tja, Leute, ich muss es jetzt entschuldigen. Wir sind live. Wir haben ein Live-Video. Wir unterhalten uns. Danke. Der Kruskowak vom Taki zeigt seine Wirkung. Ich habe wirklich schon leicht einen Sitzen. Zum Wohl. Obwohl der Kessel noch auf dem Feuer vor sich hinkesselt. Bist du mit oder nicht? Patricia ist da. Gesundheit. Und ich wollte euch das einfach nicht vorenthalten und wünsche euch auch hier im normalen Video einen guten Rutsch und ein besseres neues Jahr. Patricia hat sie jetzt mit meinem Handy mit dem Livestream dann rüber verzogen. Und meine Mama. Und ich schminke hübsch. Also, entschuldigt, wenn der Rest von diesem Video ein bisschen abgedrehter wird. Also ich weiß es noch nicht, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, das Essen sollte jetzt dann gleich fertig sein. Was gibt's heute? Hi, man, das weiß ich nicht. Ja. Und dann werden wir das Probierle machen. Aber ich drehe jetzt mal. Hi, Mom. Nee, ich muss das ausrauchen, bevor ich den Kessel aufmache. Weil, ja, solange geschlossen ist, geht es danach eben nicht mehr. Und wie gesagt, Entschuldigung, aber. Taki, du stehst und sagst nichts nach. Tags Barbecue. Kruskowak ist einfach zu geil. Und naja. Heumann, wir sind immer noch in der Quota. Ach, Leute. Heumann, du hast gar nicht so weit hierher. Ich bin stolz auf alle Abonnenten. So, und jetzt rauche ich aus und dann schauen wir mal in den Kessel rein. So, Leute, im Hintergrund läuft der Livestream weiter. Patricia hat das Handy geklaut. Du brauchst einen Selfie-Stick. Und ich auch. Ich würde sagen, das Essen ist soweit fertig. Ketchup haben wir, falls bei Mama das Ketchup. Ich tue mir jetzt einfach ein klitzekleines bisschen in die Schüssel rein, was ich da hinten habe. Einen Löffel habe ich da. Und dann mache ich ein Probierle für euch. Mama. Und wie gesagt, Entschuldigung, Leute, aber heute ist Silvester und der Kruskowak ist zu lecker. Leute, Big Tucks Barbecue. Mehr sage ich dazu nicht mehr. So, dann nehmen wir jetzt das Ganze hier mal rüber. Oh. Boah. Ich schaue echt gerade doof aus. Ja, man erzählt froh, dass du gesund bist. ja, Silvester ist alles ein bisschen anders. Ich tue mir ja bloß ein kleines Probiererchen raus. Ups, man merkt es wirklich. Schatz hat es auch schon gemeint, dass ich wirklich einsitzen habe. Ja, wenn du jetzt weitermachst, bist du breit wie ein Bräuter Nudel und dann gib Ruhe. Ein bisschen Soße brauche ich natürlich auch dazu. Wir haben nur noch 51 Zuschauer. Was wollt ihr denn sehen? So, und jetzt Cam auf mich. Millionen. Uff. Wow. Also. Ihr kriegt's ein Wehe wieder. Moment, erst nach meinem Probiererle, bitte. Mal schauen, wir können dünne Leute doppelt. Ja, so ist es, wenn ein Video gedreht wird und nebenbei Livestream läuft. Schmunz? Boah. Mumps hab ich nicht. Geimpft. Also, guck mal. Heiß. Michi, du darfst niemals online stauen. Ich hab Doppelkind. Wieso hältst du das Handy so schief? Die Leute haben alle ein schiefes Bild. Ja, ist egal. Ich schreibe mit C. Ja, das ist ja. Oh Gott.
Wow. Ich glaube, ich muss wegen mehr trinken. Also, das ist jetzt das richtige, würzige Silvesteressen, muss ich sagen. Was steht da? Ohne extra Salz und Pfeffer. Gut, ich habe die Gemüsebrühe etwas stärker angesetzt, muss ich dazu sagen. Guck, jetzt haben wir schon 8. Hast du wieder überwürzt? Mhm. Wieso alleine? Wir sind ja zu gut. Absolut gar nicht. Ich finde es genau richtig. Da fährt dein Auto. Oh, schmeckt das lecker geil. Der Weihnachtsbaum. Steht im Wohnzimmer. Ich sind in der Kota, da gibt es noch keinen. Schatz, probier auch gleich mal. Das schmeckt mal richtig lecker, Leute. Fangen wir gleich mit dem Fazit an. Dann sind wir nämlich mit dem Video fertig. Und wenn ich dann neige, kann ich gleich zum Bearbeiten anfangen. Also, diese Zusammenstellung von diesen Komponenten, wirklich hervorragend. Also ich finde es mal richtig geil. Auch mit den Reis zwischendrin. Also, Live-Video. Hast du letztens im Fasching getrunken und Spucki machen müssen? Richtig geil. Extra nicht zu viel rein. Nur ein bisschen. Und perfekt abgeschöpft, meiner Meinung nach. Am Schnaps oder am Jetzt wird der Patrizia-Löffel im Mund geschoben. Hm? War leider zu wenig, ich muss nochmal probieren. Und im Hintergrund hören wir dann noch das Fazit von den beiden. Aber ich finde, soll es das so aus, wie es ist in der Schabe schieben. Wie man es, oder wie ich das jetzt gemacht habe, mal richtig, richtig geil. So, das Fazit schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. So, jetzt kriege ich mal. So, gehen wir noch ganz kurz rüber. Patrizia, dass du noch ins normale Video mit reinkommst. Dein Fazit zu diesem Essen? Das war voll feini. Ja, auch in der Corona-Zeit haben wir ja doch ein halbwegs lustiges Silvester, auch wenn wir alleine sind. Aber Leute, bleibt gesund, auf ein besseres, gutes 2021. Wir sehen uns. Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Daumen nach oben und... Ich bin nicht für Videos gemacht. Schatzi, schau mal, hallo. Ja, hoffentlich kriege ich jetzt keine Prügel. Ja, Leute, das war ein Spiel. Wir sehen uns. Tschaikowski. Oh, fine.